hörst jawohl und willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Tops Bundesliga-Sticker 22-23. Endlich wieder nach dem FIFA 365 Let's Collect auch wieder die Bundesliga am Start. Ich habe ein neues Stickertütchen, heute drei Stück. Mal gucken, ob wir überhaupt jemanden einkleben können. Ich weiß auch noch nicht, die letzte Folge ist schon so lange her. Ja, macht glaube ich noch keinen Sinn, die fehlenden Sticker rauszuschreiben, oder? Wir starten einfach mal, komm. Wir starten einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier fehlend ist, wer hier nicht fehlend ist. Wir machen es einfach mal so. 125, 113, 71. So. 226, 330, 246, 392, 96. 103 und 73. Drittes Pack. Und auch letztes Pack. Daniel Mahlen ist dabei. Okay. Ich hoffe, der fehlt uns. Ich hoffe, der fehlt uns noch. 236. 24. 98. 54 und 134. Von den Nummern her sieht es erstmal gut aus. Aber ob das jetzt was heißt, weil ich das jetzt hier sage, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, die letzte Folge ist etwas länger her, weil ich keine Tüten mehr hatte zum Auspacken. Aber jetzt sind wieder Tüten am Start, das heißt, wir können wieder weitermachen. So, und dann schauen wir mal, was uns hier so entgegenkommt. Hier vorne haben wir erstmal nichts, hier haben wir nichts, hier haben wir die 48 und das sieht nicht gut aus. Es ist Jonjo Kenny, der hier schon von den blau-weißen Herthanern im Heftchen klebt. Genauso wie Morten Thorsby von den Unionern, aber Rani Khedira, ja, sagt Bing Bong. Rani Khedira macht die Seite von Union komplett. Hier sind leider noch einige Lücken bei Union, aber diese Seite ist komplett. Dann haben wir die 96, das sieht auch gut aus. Gerrit Holtmann, derzeit leider angeschlagen und verletzt, aber ansonsten immer ein guter Spieler. Gerrit Holtmann von den Bochumern, genauso wie Simon Zoller. Ich glaube, ich habe heute die richtigen Packs ausgewählt. Zwar zu Beginn zwei doppelt, aber danach läuft es doch hier. Danach läuft es doch, Jiří Pavlenka. So muss es. Sehr gut, Jiří Pavlenka auch drin. Dann die 113, komm, gönn. Ja, leider nicht, das ist Grujev. Und somit leider doppelt, 125. Rafa Guerrero, wo ist er denn? Ah, da klebt er. Rafa Guerrero, aber Daniel Mahlen ist es. Wenigstens ein Borusse. Sehr gut. Dann 215, müssen wir einen größeren Sprung machen. Ja, es sind noch zu viele Lücken hier. Wenn ich das so sehe, RB Leipzig, Logo ist doppelt. Aber RB Leipzig ist sogar jetzt komplett. Also wenn ich jetzt, das kann ich mir eigentlich für die kommenden Folgen merken. Sollte ich RB Leipzig Sticker ziehen, ja, ist doppelt automatisch. Warum? Weil RB Leipzig hier komplett ist. Kompletti, genauso wie Luka Zalecki im Türchen, der Leverkusener. Der Kapitän. Läuft aber gut. Hätte ich nicht gedacht, dass es so, dass wir so viele einkleben können. Palacios. 2,47 leider doppelt. Hudson Odoi. Ja, Bayern leider auch. Leroy Sané. Neben Leroy Sané Thomas Müller auch. Von den Schalkern. Ja, jetzt sind wir hier in der Marius. Jetzt sind wir in der doppelten Schäse drin. Stuttgart-Trikot. Richtig. VfB Stuttgart Heimtrikot ist drin. Und auch Leipzig und Stuttgart. Wenn ich da einen Sticker ziehe, sofort doppelt. Sofort doppelt. Van de Ven als Spieler im Fokus, als Glitzersticker. Positiv, sehr gut. Dann 358 leider doppelt. Und dann kommt, glaube ich, auch nur noch einer, wenn ich das da richtig sehe. Und das ist Ron-Robert Zieler, der leider auch schon im Heft klebt, der Hannoveraner. Aber war mal nach langer Zeit wieder eine schöne Folge vom Let's Collect, der ja wirklich richtig schönen, designten Bundesliga-Sticker von Top 22-23. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!